got you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Oh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. Wow. Ja, Ray überlegt schon. The damage done. I sing the song because I love the man. Some of you don't understand. Will blood keep from running out, running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junk is like the setting sun. Ich heiße Tino Standhaft. Wie heißt du? Tino Standhaft. Verstehe. Und ist das ein Künstlername oder? Das ist mein Name. Herzlichen Glückwunsch. Und wie alt bist du? 56. Wo kommst du her? Ich komme aus der Nähe von Leipzig. Leipzig! Es ist so schwierig, eine Version von deinem Lied zu hören, und weil deine Stimme so nah an Neil, diese Quiver in the voice. Erstens, ja. Riesenkompliment, du hast es echt toll gemacht. Ich meine, wenn du das nicht schon beruflich machst als Neil Young Coverband, dann kannst du bitte morgen anfangen, weil diese Stimme war wirklich, das hat mich verwirrt. Schade, dass dich das verwirrt hat. Ja, ich könnte, ganz ehrlich gesagt, ich habe mir gedacht, was machen wir jetzt denn? Der ist ein langer Weg vor uns und ich hatte nicht gewusst, was machen wir denn? Mhm. Und für dich persönlich sage ich dir, wenn du in irgendwo spielst und ich höre deine Stimme, würde ich mich tierisch freuen. Aber für die Show habe ich einfach nicht den Weg gesehen. Okay. Okay. Die Stimme finde ich wunderschön. Aber bei The Voice of Germany sehe ich deine Stimme jetzt nicht, weil ich sehe deine Stimme zum Beispiel, wenn ich einen Film sehe und irgendjemand singt, da finde ich, passt deine Stimme perfekt rein oder halt einfach für... Okay. Hä, was? Nein, also das ist positiv gemeint. Ach so, ja. Filmmusik. Entschuldigung, verstehe nicht, wie positiv das ist. Hä, warum ist das nicht positiv? Das klingt für mich ungefähr so wie, du hast eine schöne Stimme fürs Radio. Hauptsache, man sieht dich nicht. Schmarrn. Es erzeugt zum Beispiel, ich habe eine Wüste gesehen. Ich habe eine Wüste gesehen und ich habe zwei Kamele gesehen. Ja, es wird nicht besser, Alice. Es wird Wüste, Kamele, was ist denn hier los? Sie hat recht. Sie hat, ich glaube, ein kleiner Tipp, ne? Das, was du jetzt vorgetragen hast, bist ja 100%ig du. Ne? Und wenn man so 90 Sekunden auf so einer Bühne hat, vor Leuten, die vielleicht nicht 100%ig auch deine Zielgruppe sind, dann ist es immer ein guter Trick zu überraschen. Also vielleicht sich irgendwie einen Song nehmen, der gar nicht so sehr aus deiner Komfortzone ist oder so, und den vielleicht auf deine Art zu interpretieren oder so, einfach irgendwie eine Art Twist reinzukriegen, dann hättest du uns vielleicht bekommen. Trotzdem großen Respekt und Chapeau und vielen Dank. Absolut. Danke euch. Okay. Dankeschön. Ciao.